Moin moin, meine Diggers und Diggerinas. So, jetzt haben auch mal die 9 Abonnenten von gestern aus diesem Überstream. Meine Begrüßung gehört, die ich immer standardmäßig unter meine Videos haue. Und ich begrüße euch alle nochmal ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und bedanke mich riesig für den Support, der gestern reinkam. Es war einfach noch übernice. So, ich habe gestern sehr, sehr oft die Frage gelesen, was erwartet mich denn, wenn ich dich abonniere, beziehungsweise was machst du so für Videos? Daher auch dieses ganz, ganz kurze Infovideo mäßig. Ich weiß noch nicht, wie ich das nennen werde, keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf meinem Kanal erwarten dich ganz, ganz viele Rainbow Six Videos. Also sprich Guides und Stream Cuts und so weiter und so fort, also Schnipsel, die in den Streams entstanden sind, die ich natürlich mit Shadowplay aufnehme, wenn das nicht mal wieder rumruckelt wie sauber. Momentan habe ich ein bisschen Probleme mit diesem blöden Programm. Aber auf jeden Fall, Rainbow Six ist ein sehr, sehr großer Bestandteil dieses Kanals, was man auch augenscheinlich sehen kann. Natürlich gibt es auch des Öfteren mal Streams von irgendwelchen Let's Plays, zum Beispiel Mad Max habe ich angefangen zu Let's Playen, Live-Let's Play habe ich versucht, jeden Sonntag zu machen, hat leider nicht ganz funktioniert, wegen Zeit und so weiter und so fort, aber trotzdem wird es auch weitergehen für diejenigen, die das interessiert. Und auch das eine oder andere Let's Play wird auf dem Kanal erscheinen. Allerdings bin ich kein reiner Rainbow Six Siege YouTuber, das dürft ihr nicht vergessen. Denn ich habe zum Beispiel damals angefangen mit Call of Duty Black Ops 3, was viele von euch gar nicht wissen. Könnt ihr auch gar nicht wissen, weil die erst seit kurzem dabei sind. Worauf wir zum Beispiel achten bei uns in der Community ist halt der Umgangston. Das habt ihr auch, oder der ein oder andere hat es auf jeden Fall mitbekommen im Stream. Wenn da einer ein bisschen für Stunk sorgt, für Aufregung sorgt und das da nicht reinpasst, wird der sofort gebannt. Es sei denn, irgendwie das ist irgendwas, naja, so Grenzwertiges, dann kann das sein, der kriegt einen kleinen Timeout von meinen Mods, dem Johann Stahl, dem Abdi und natürlich auch dem Nino. Die habt ihr bestimmt auch gestern schon kennengelernt, zumindest der ein oder andere. Die sorge nämlich für Ruhe mit eiserner Hand. Und das ist auch nötig, denn ich habe keinen Bock, dass bei vielen anderen YouTubern, denen ist das egal, da schreiben die Leute halt so, wir sagen halt immer böse Wörter dazu, ich möchte jetzt auch kein Wort davon irgendwie sagen, weil das geht mir auf den Keks. Gaming soll Spaß machen und wenn die Leute sich irgendwie da beleidigen wollen oder irgendwie über ein Herz ziehen wollen, sollen sie es woanders machen, nicht bei uns. Wird halt direkt gebannt, gelöscht und so weiter und so fort. Also ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, wir kümmern uns darum, was im Chat passiert. Wir gehen darauf ein, was im Chat passiert. Wir können zwar nicht immer alles lesen, aber wir können es, wenn ihr dranbleibt und öfter mal die Frage stellt, jetzt nicht unbedingt spammen, ne? Aber wir versuchen schon immer alles mit aufzunehmen und dann auch etwaige Fragen zu beantworten, die ihr uns stellt. Weil uns ist die Kommunikation mit euch, also das Quatschen mit euch und Fragen beantworten und dies und das, also es macht Spaß und wir machen das gerne. Und deswegen machen wir das auch und gehen so heftig darauf ein. Das fällt mir gerade ein. Ich habe auch schon mitbekommen, dass jemand sagt, es ist ein sehr, sehr familiäres Feeling bei uns in der Community, auch im Chat und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr cool und das wollen wir uns auch erhalten. Und da habt ihr auf jeden Fall jetzt einen riesen Input von mir bekommen, was hier so bei mir passiert, was ich so mache, worauf wir achten, dies, das, jenes. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Stream. Haut da rein, ich bin euer Odix und guckt auf jeden Fall auch mal in die Videobeschreibung rein, da sind meine Kanalpartner verlinkt, die Ariana, der Subchamp und der gute Avocado Arnold. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus, ich quatsch euch voll. Wer das bis hierhin geguckt hat, schreibt einfach mal Hashtag Community in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssili. Was war denn das für ein Abschied, ey? Egal, ich mach aus.